Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte zum einen auch ein bisschen anlässlich der heutigen Sondersitzung des Bundestages ein 10-Punkte-Programm zum besseren Schutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower vorstellen und zum zweiten die laufenden Informationen aus den Koalitionsverhandlungen kommentieren. Zuerst zum Thema Whistleblowing. Whistleblowing ist ja nun in aller Munde und mehr als einmal haben mutige Männer und Frauen Missstände aufgedeckt, auf Probleme hingewiesen, die Öffentlichkeit über Sachen informiert, die sie sonst womöglich nicht erfahren hätte. Und in der Regel müssen sich Whistleblower bzw. Whistleblowerinnen dazu mit Mächtigen anlegen, wenn sie Machenschaften aufdecken wollen. Bei Whistleblowing handelt es sich um eine gutgläubige Information aus Gewissensgründen, ein Hinweis auf Missstände aus Gewissensgründen. Und das ist eben für uns, das muss man ganz klar sagen, ist Whistleblowing kein Denunziantenakt, sondern ein Akt der Zivilcourage. Beispiele sind viele bekannt. Es waren Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die auf Steuerhinterziehung aufmerksam gemacht haben. Wir verdanken mutigen Krankenpflegern Hinweise auf unhaltbare Zustände in Pflegeheimen. Wir verdanken mutigen Ärztinnen den Hinweis auf die Überlastung in Krankenhäusern. Wir verdanken einer Whistleblowerin wie Inge Hannemann, dass über die Zumutung des Sanktionsregimes aufgeklärt wird. Wir verdanken einem mutigen Fahrer, dass überhaupt über das über vergammeltes Fleisch aufgeklärt worden ist und vieles andere mehr. Das prominenteste Beispiel für Whistleblowing ist gegenwärtig Edward Snowden. Er ist quasi das Gesicht des Whistleblowings geworden. Ohne seinen mutigen Einsatz wüssten heute viele in der Bundesrepublik nicht, dass ihre E-Mails womöglich ausgespäht werden. Ohne Edward Snowden wüssten wir nichts von dem Ausmaß der Machenschaften der NSA. Das Problem ist, dass Whistleblower dass man sich zwar freut über den Mut von Whistleblowerinnen und Whistleblowern, gern auch die Informationen, die daraus resultieren, nimmt, allerdings die Mutigen zurückbleiben mit starken persönlichen Einschränkungen und großen Gefahren. Und deswegen meinen wir, Whistleblowerinnen und Whistleblower gehören besser geschützt. Und dazu schlagen wir 10 Punkte vor, die in aller Kürze. Zum einen muss Whistleblowing gesetzlich geschützt werden. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit man einen besseren Schutz garantieren kann. Wir meinen, es ist eine gutgläubige Weitergabe von Informationen, insbesondere über widerrechtliche Handlungen, Fehlverhalten oder allgemeine Gefahren, die eine Bedrohung für Gesundheit, Leben, Freiheit oder Umwelt darstellen. Zum Zweiten muss man Whistleblowerinnen vor arbeitsrechtlichen Vergeltungen schützen. Also es muss klar sein, dass jemand, nur weil er über Missstände aufklärt, nicht einfach entlassen werden kann. Zum Dritten wollen wir Whistleblower und Whistleblowerinnen vor strafrechtlichen Verfolgung schützen. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, seine Hinweise in einem geregelten Verfahren zu machen und dass man dann aber nicht wegen übler Nachrede und Ähnlichem belangt werden kann. Drittens wollen wir eine Entkriminalisierung von Publikationen. Also zum Beispiel Zeitungen, Magazine, die informieren, müssen davor geschützt werden, dass sie womöglich gezwungen werden, ihre Quellen offenzulegen. Journalistinnen, Medienmacherinnen dürfen nicht haftbar gemacht werden. Fünftens braucht es eine Ombudsstelle für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Damit sollen verlässliche Berichtswege garantiert werden. Sechstens meinen wir, anonymes Whistleblowing ist zu ermöglichen. Personen müssen selber entscheiden, ob sie ihre Identität preisgeben. Wir meinen, die Identität der Betroffenen darf nicht ohne deren Zustimmung bekannt gegeben werden. Siebtens müssen Ansprüche geregelt werden. Also wenn zum Beispiel jemand aufgrund der Offenlegung, die er gemacht hat, kriminalisiert wird, womöglich im Arbeitswesen Einschränkungen hinnehmen musste, dann muss es am Ende dafür auch eine Art Schadensersatz geben. Achtens wollen wir Whistleblowerinnen vor Verfolgung und Diskriminierung schützen. Neuntens soll es auch Beratungsstellen geben, nicht nur für Leute, die bereits als Whistleblowerin tätig waren, sondern auch für Öffentlichkeit, Menschen, die sich informieren wollen, die unsicher sind, ob sie jetzt den Mut aufbringen, über einen Missstand zu informieren und so weiter. Und für all das braucht es natürlich Öffentlichkeit. Das ist ein kleines
kleiner Abriss, wie wir uns vorstellen können, Whistleblowerinnen und Whistleblower besser zu schützen. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, in der letzten Wahlperiode hat es nicht nur von Seiten der Linken Initiativen gegeben, um Whistleblower besser zu schützen, sondern es gibt auch Gesetzesentwürfe von den Grünen und von der SPD-Fraktion. Und insofern ist das natürlich jetzt auch eine kleine Empfehlung an die SPD, das Thema besserer Schutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower mit aufzunehmen in die Koalitionsverhandlungen. Und damit wären wir beim zweiten Thema, die laufenden Koalitionsverhandlungen. Da will ich nur zu zwei aktuellen Meldungen Stellung beziehen. Das eine ist die nun vereinbarte 30%-Quote. Manuela Schwesig hat das ja mit einem bemerkenswerten Satz kommentiert. Es wäre Ihnen gelungen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der obersten Etage durchzusetzen. Kann ich sagen, ja, 30% ist besser als 0%. Aber wer es mit der Geschlechtergerechtigkeit ernst meint, da geht es vor allen Dingen um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, auch jenseits der Chefetagen. Also das Thema Lohngerechtigkeit muss auch für die unteren Gehaltsgruppen eine Rolle spielen. Und damit wären wir wiederum beim zweiten Punkt, den Mindestlohn. Jetzt gibt es ja Meldungen, dass der Mindestlohn erst im Jahr 2016 kommen soll. Und da kann ich nur sagen, die SPD hat es in der Hand. Die SPD hat in der Hand, ob der Mindestlohn im Jahr 2014 kommt oder verschoben wird aufs Jahr 2016 oder sogar noch später. Die Linke hat bereits einen entsprechenden Gesetzentwurf in dem Bundestag. Also die Linke hat sich bereits auf einen entsprechenden Gesetzentwurf verständigt. Der ist identisch mit dem, was schon mal unter Rot-Rot-Grün im Bundesrat verabschiedet worden ist. Und wir werden den bei der ersten Sitzung, wo es die Möglichkeit besteht, diesen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen. Und die Abgeordneten der SPD hätten dann die Chance, dafür zu sorgen, dass bereits im Jahr 2014 ein Mindestlohn vor den schlimmsten Auswirkungen von Lohndumping schützt.